Hallo Leute, hier ist wieder Grossi und wir spielen eine Runde Hearthstone. Das Kartenspiel von Blizzard. Ja, in der letzten Folge habe ich ja angefangen und habe hier in der Arena gekämpft. Und das mache ich jetzt weiter, ein oder zwei Arena-Matches. Gucken, dass es halt nicht zu lange wird. Deswegen nicht lang labern, loslegen. Also, auf geht's in die Arena. Das Deck ist ja noch da und dann gehen wir mal auf Spielen. Und dann suchen wir uns mal einen Gegner aus. Ja, wie gesagt, das ist heute Morgen aufgenommen und jetzt haben wir 1.12 Uhr Samstagnacht und du hast oben die Kinder, bam, bam, bam. Das sind keine Kinder, Griechen sind es, ba, ba. Und das ist nett, sie sind jetzt im Bett und ich kann an mein Rechner. Jetzt reimt sich da nichts mehr. Tja, so ist es Samstagnacht. Hallo, Jex. Ja, so ist es halt, ne? Jetzt kann ich schon mal an den Computer, Kinder sind im Bett, da kann ich selber noch mal eine Stunde ran. Also die Kinder von meiner Schwester. Die sind jetzt hier, die sind ja eigentlich aus Griechenland, sind jetzt aber zu Besuch hier. Und sind jetzt dann halt mal am Wochenende hier. Die sind ja auch froh, dass sie einen Onkel haben. Ich bin auch froh, dass meine zwei Nichten und mein einer Neffe hier sind. Man sieht sich ja immer so selten. Leider. Aber jetzt sind sie ja da. Und da freue ich mich. Ja, wenn sie dann mal hier sind, dann bleiben sie auch hier. So, jetzt nehmen wir erstmal hier jedes Mal plus, wenn ein Gegner geheilt wird. Wobei natürlich fertig. Da hätte ich jetzt nochmal einen kriegen können, ist aber Quatsch. Was will ich mit einem? Ich habe ja auch keinen, der eine braucht. Ne? So, 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 so. So ist das eben also. Ja. Ja, es wäre auch selbst, wenn ich jetzt am Computer dran wäre, wenn die Kinder da sind. Ich meine, zum einen, die wollen ja auch sich irgendwie beschäftigen. Und auch teilweise ja mit mir. Und selbst wenn ich dann dran käme. Videos könnte ich keine machen, weil da wäre ja im Hintergrund ständig so eine Zucht. Das geht ja nicht. Was machst du hier? Warum machst du das? Sollst du das? Nein, sollst du gar nicht. So, verleiht einem Diener Spott und plus 2, plus 2. Oder ich nehme die Dreierkarte. Ja, dann nehme ich doch mal den hier. Und nehme den hier. Und mache jetzt hier erstmal den einen da weg. Das war's. Mehr kann ich nicht tun. Das war's. Mehr kann ich nicht, mehr habe ich nicht mehr, darf ich nicht mehr, will ich nicht mehr, soll ich nicht mehr, kann ich nicht. Ja. Ja, noch ein mit Spott. Auzi, Bauzi. Und der macht auch noch Schaden, macht er auch noch. Wählt aus. Ansturm oder... Achso, den kann ich eh noch nicht. Ich habe jetzt 3 Punkte. Die habe ich aber nicht. Plus 1 Angriff und 1 Rüstung. Dann könnte ich den hier wegmachen, ne? Ja. Für die Wildnis. Dann hauen wir erstmal dem ein. Und hauen dem nochmal ein. Und dann wurzeln wir den jetzt hier noch weg. Gut, den anderen machen wir in der nächsten Runde platt. Eine ganz kleine Mini-Unterbrechung. Jedes Mal plus 1 Angriff, wenn ein Diener stirbt. Ja, Scheibengleise. Hat er den direkt weggeoxt. Blöd, ne? 4 Punkte, Ansturm. Plus 2 Angriff. Dann nehme ich doch lieber mal den Ansturm. Für Ehre. Hau direkt seinen Spotter da weg. Nächste Runde hätte ich 5 Punkte. Wählt aus. Aha. Eure Waffe hat plus 2 Angriff. Ich habe nur keine. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das trotzdem funktioniert. Na, das werden wir gleich sehen. So, und jetzt, was ist jetzt da oben los? Ist er eingeschläft oder was? Hm. Aufstehen.
Aufstehen ist schön, Geheimnis, aufstehen ist schön. La 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 la, Wutanfall plus 3 Angriff. 5 Punkte habe ich, also verleiht einem Diener plus 2 plus 2. Wutanfall plus 3 Angriff, okay. Entweder das oder 5 Punkte, wählt aus, Ansturm oder plus 2 Leben und Spott. Oder der hier, 4 und 6. Wo soll ich zuschlagen? 2 Leben und Spott, würde ich sagen, oder? Ja. Jetzt nehmen wir erstmal den hier. Geheimnis. Wird er vernichtet. Okay. Gut, dass ich mit dem zuerst angegriffen habe. Dieser Diener wird in der nächsten Runde. Ach, der wird in der nächsten Runde. Okay, in der nächsten Runde. In der nächsten Runde, da gibt es tierische Pfunde. 6 Punkte habe ich in der Nähe. Stellt bei eurem Helden 4 Leben wieder her, ist Quatsch. Verleiht einem Diener plus 2 Angriff, das ist gut. Wutanfall plus 3 Angriff, verleiht einem Diener Spott und 2 plus 2, das ist ja Quatsch. Dann spiele ich vielleicht die 4er aus. Die hier und den noch. Beziehungsweise den hier. Gut, das war das. Ansturm und Gottesschild. Oh, das ist natürlich super. Der macht 4 Schaden. 6 Punkte Ansturm und Gottesschild. Verleiht an Diener plus 2 Angriff. Das soll eine Waffe sein? Warte mal. Verleiht einem Diener Spott und 2 plus 2. Zack. Den hauen wir jetzt mal zuerst weg. Und dann sind wir mal fertig. So. Fügt allen Dienern einen Schaden zu. Wenn er jetzt seine Heldenfähigkeit nimmt, dann ist mir der eine hier auf jeden Fall schon mal weggedonkt. Ja. Das hätte ich geahnt. Friert alle feindlichen Diener ein. Na gut, okay. Wenigstens lebt er noch. So, 7 Punkte. Ansturm und Gottesschild ist eine. Aha. 5 Punkte, eure Waffe hat plus 2 Angriff. Und 2. 5. Und 2. In der Runde natürlich keinen Schaden, aber das ist, macht es ja nicht so schlimm. Nächste Runde dafür. Nächste Runde habe ich dann 8 Punkte. Stellt bei eurem Helden 4 Leben wieder her. Ne, dann nehme ich dann den Ansturm mit Gottesschild als nächstes. Es sei denn, je nachdem, was kommt. Gleich müssen wir mal gucken. Also der macht einen Schaden, okay. Und was hat er jetzt? Verursacht 2 Schaden, okay. Semwa. Todesröcheln. Zieht eine Karte. 8 Punkte. Ansturm und Gottesschild. Zieht eine Karte. Damit ist der erstmal weg. Und jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Bums. Und das war's. Jo. Und was habe ich hier eben gehabt? Todesröcheln. Zieht eine Karte. Oh. Das ist ja nicht möglich. Der hat alles weggeoxt, ey. Ist ja nicht wahr. Mit einem Schlag alles platt gemacht. So eine Scheiße. So ein Mist. Ich habe hier so eine schöne Armee liegen gehabt, ey. Und der oxt mir einfach alles weg. Das ist ja echt krass. 9 Punkte. Friert einen Charakter einstellt bei eurem Leben. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Benötigt ihr einen Segen? Für die Wildnis. Das war's. Ja, mehr kann ich wohl nicht tun im Moment, ne? Nächste Runde 10 Punkte. Da könnte ich zum Beispiel Leben herstellen. 4 Leben und einen Charakter einfrieren, wenn er da einen hingesetzt hat. Das ist ja echt doof hier.
Zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr einen Zauber wirkt. Ach ja. Elunes. Was soll ich nur tun? Ach, so ein Mist, ey. So ein Mist. Das war der da, der das dem gegeben hat. Hat ihm ein Leben mehr gegeben, ja. Oh, das ist jetzt echt eine bittere Tablette gewesen hier. Da hat er wirklich alle zerbombt, ey. Das war so eine schöne Armee, die ich da hingelegt hatte. Oh, da kommt er mit einem mit Spott. Ach, ey. Und da ist noch eine. Ach, ey. Und ich habe hier wirklich nichts Gescheites, womit ich den da wegochsen kann. Ne? Ich habe hier jetzt einen, womit ich ihn einfrieren kann. Ja, schön. 6 Punkte plus 5 wären 11. Das bringt alles nichts. 4 zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr einen Zauber wirkt. Jetzt gehen wir mal ein. Muss ich jetzt trotzdem noch auf den Schaden machen? Ja, muss ich. Der macht 4 Schaden und 2 wären 6 Schaden. 4. Mehr Training. 2. Für die Wildnis. Also den Spotter habe ich auf jeden Fall weg. Aber da oben immer noch einen zu liegen. Oh, das wird eine haarige Runde hier. Ich habe echt schon gedacht, mit den ganzen Karten, die hätte ich so gut wie in der Tasche. Aber das hat mich jetzt echt gebeutelt, muss ich sagen. Windzaun hat er da einen gesetzt. Ach, okay. Andere Diener haben +1/+1, ne, wenn das nicht aufregend ist. Verstohlenheit stellt bei eurem Helden 4 Leben wieder her. Puh. +1/+1. Der macht 5 und kriegt 4 ab. Verstohlenheit. Da spielen wir auf jeden Fall mal den Verstohlenen. Also der macht auf jeden Fall 5 Schaden, damit haut er den ja auf jeden Fall schon weg. So. Und machen wir dem auf jeden Fall mal einen Schaden. Das war's. Ja gut, den kann er wieder hier mit seinem Blitz wegboxen. Was er auch direkt natürlich tut. Wäre auch blöd, wenn er es nicht gemacht hätte. Aber meinen Verstohlenen kriegt er nicht. So, 10 Punkte. Verleiht an benachbarten Dienern. Verleiht benachbarten Dienern Spott und 1/+1. Stellt bei eurem Helden Leben wieder her. Ja, das wird schon machen müssen, ne? Klinge der Götter. Mein Schild für Argus. So. Also. Der macht 5. Das heißt, der wird ihr dann überleben, ne? Der würde auch überleben. Dieser Diener wird in der nächsten Runde. Fertig. Ja, den einen macht er logischerweise wieder mit seinem Blitzestrahl kaputt. Ja, ja, ist klar. Bumst, verdammt, aber weg ist er. Den habe ich weg. Meiner ist leider auch weg. Tja, eure anderen Diener haben +1/+1, ne? Erzittert vor der Macht Sturmwind. Auf in die Bresche. Erhaltet 2 Mana-Kristalle, das bringt mir leider nichts. Ach, ich ahne Schlimmes. Oh. Ja, es war schlimm. Ach, je. Uiuiuiui. So, der hat noch 4 Punkte. Für den König. 4 Punkte hat er noch. Mit dem mache ich 3 weg.
Hup, 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 hup. Auf in die Bresche! Ich muss ihn weghauen, es geht nicht anders. Für Ehre! Fertig. Die Karte da unten, die bringt natürlich recht wenig jetzt. Was hat er jetzt? Verursacht 10 Schaden. Ey, Alter. Ich glaube, es geht los. Ja, super. Was habe ich denn jetzt? Verleiht eine benachbarte Linie Spott. Mal gespannt, was der jetzt noch für eine Karte hat. Mal gespannt, was der jetzt noch der Hand hat. Ob ich das noch gewinne? Ruft zwei Linien mit Spott herbei. Okay, das sind diese Nuller. Okay. Was hast du denn noch zu bieten? Einen Schaden hast du zu bieten? Ja. Okay. Wenn du jetzt noch einer hast, der 10 Schaden macht? Nee, hat er irgendwie nicht. Plus 4 Angriff oder Dingens. Alles klar. So, dann machen wir plus 4 Angriff. Und das geben wir dem hier. Machen wir erstmal den hier. Machen wir den hier erstmal platt. Für Ehre. Machen wir auch platt. Ja. Leider muss ich den ja platt machen. Ich muss den Diener mit Spott angreifen. Das ist echt ärgerlich. Achtung, was der jetzt wieder aus dem Köcher zieht. Ach, da kriege ich wahrscheinlich gerade wieder das Brechen. Ja, friert. Der bringt mir herzlich wenig jetzt. Ne? Den brauche ich wahrscheinlich nicht mehr. Kampfschrei verursacht 2 Schaden. Ich habe ein riesiges Gewehr. Fertig. Aber sieht doch ganz gut aus für mich jetzt. Je nachdem, was er jetzt hier zieht und was er jetzt hier raushaut. Vielleicht hat er die ganze Zeit schon... Ach je, ich hab's ja schon geahnt. Ich habe es geahnt, dass der irgend noch so eine Kackkarte auf der Hand hat, ey. Du hältst es nicht aus. Aber... Es hat gereicht. Yes. Yes. Der zweite Sieg in Folge, Baby. Zumindest mein Droide auf Level 8 aufgestiegen. Yes. Fügt einem Feind 4 Schaden, allen anderen Feinden 1 Schaden zu. Sehr schick. Ja. 2 Siege. Yes, Killer. Okay. Gehen wir erstmal auf zurück. Gehen wir mal auf... Wo waren das? War das bei meinen Sammlungen oder? Nee. Da steht es nicht. Steht es hier. Bei Spielen. Hm. Ne, da steht es glaube ich auch nicht. Bei Arena steht es da im Startbildschirm oder was? Nee. Habe ich das demnächst gesehen? Beim Questlog vielleicht? Ah, hier. Siege im Modus Spielen, da steht's. Bin ich jetzt auf Stufe 20. Siege insgesamt 24 und beste Arena-Schlüssel. Silberschlüssel. Den ihr in der Arena erhalten habt. Siege gesamt 9. Okay. Ja, Sieg des Schurken oder Kriegers und Dominanz des Druiden oder Schurken. Da bin ich ja auf dem Weg dorthin. Tja, ich sollte mal mit dem Schurken spielen, ne? Weil der Schurke, da hätte ich gleich 2 Quests, die ich erledigen würde, aber egal. Ja, okay. Dann würde ich sagen, für diese Runde war es das. Das ist jetzt nicht so lang. Das ist, glaube ich, nur ein 20-Minuten-Video. Aber reicht ja auch. Muss ja nicht jedes Mal so lang sein. Es war ein Match. Heute habe ich mir übrigens die neue PC-Irgendwas-Zeitschrift geholt. Und auch die neue Buffed-Zeitschrift. Oder wie ich immer sage, Buffet. Buffet. Eigentlich heißt es ja Buffed. Oder Buffed, 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 Buffed,
puff, puff, die ganze Beat machen. Puff, die Part, puff, die Part, puff, die Part. Puff, der PC, puff, der PC. Ah, apropos Zeitschriften. Bevor es losgeht, bevor ich aufhöre, wollte ich euch ja noch mal kurz was erzählen. Und zwar gehöre ich ja zu der Generation, die angefangen hat mit den Computern in den 80ern, wo gerade, also die Geschichte ging so los, ich habe angefangen, ja, und zwar habe ich nie was mit Computern zu tun gehabt. Meine Eltern haben gesagt, okay, oder beziehungsweise andersrum, ich bin ganz durcheinander. Also ich habe nie was mit dem Computer zu tun. Dann kam damals, wie ich meine Lehre angefangen habe, mein Chef und hat gesagt, hier, ich bezahle dir einen Kurs an der Volkshochschule. Entweder, kannst du dir aussuchen, was, entweder so Deutsch, Englisch, Mathe oder Programmiersprache. Und da habe ich gesagt, oh, Programmiersprache, Computer habe ich noch nie gemacht, mache ich das mal. Meine Eltern losgetingelt, damals gab es bei diesem ALDI-Konzern, gab es damals einen Computer im Angebot, nämlich den Commodore 16. Ja, 16, das war echt noch ein cooles Teil, dieser schwarze Kasten, ne, den haben die gekauft. Und ich hingegangen und ausgepackt, angeschlossen, Bedienungsanleitung, was willst du, auf die Seite gelegt und erstmal ausprobiert. Ja, und dann ging es also los, ne. Und das war mein erster Computer. So fing das Elend an. Und ich weiß noch, dass man tolle Dinge damals, echt die Computerzeitschriften, das waren nicht so Hochglanzmagazine wie heute, das war auf irgendwelchem hier Klopapier gedruckt. Und da standen Listings drin hier. Da musstest du die, wenn du was spielen wolltest, konntest du noch selber eintippen. Hier nichts mit CD oder sowas oder was weiß ich was für Speicher. Damals war noch Datasette angesagt. Da musstest du dir noch den Zählerstand aufschreiben, musstest an die Stelle vorspulen, wo es anfängt. Und da musstest du das Ganze abspeichern und das hat geladen. Und dann diese Listings, das waren echt noch Hammer-Zeitschriften. Also das wollte ich mal, wenn ihr noch, jeder, der dieses Video sieht und wenn ihr solche alte Zeitschriften noch habt oder sowas, wenn ihr sowas irgendwie noch im Keller habt und wenn ihr auch so angefangen habt, macht doch einfach mal Bilder davon, das wird mich, fände ich ja echt toll. Gerade diese alten Zeitschriften, was gab es damals alles hier? ASM hieß die, glaube ich, die eine. Das waren auch diese Testzeitschriften über die neuesten Spiele und oh, was diese ganz mit diesen Listings, so ellenlang, da hast du Stunden davor gesessen. Ich sag mal, wenn es Basic war, ging es noch, aber diese Maschinensprache, nur Zahlen eingetippt und dann nachher hat es nicht funktioniert und dann ging es an die Sucherei. Wo waren Zahlendreher drin? Boah, da bist du verrückt geworden, aber da warst du echt stolz, wenn es dann geklappt hat. Ja, und dann, um das nochmal zu erzählen, mit diesem Computerkurs, den ich da hatte, also wie gesagt, Commodore 16 angeschlossen, ausprobiert, und der hat ja auch Basic gleich installiert gehabt und dann gleich angefangen zu programmieren. Und das fand ich echt so interessant und habe mich dann da tierisch damit befasst. Und dann kam der Tag des Computerkurses und dann kam dann hier dieser Kursleiter und hat dann gefragt, ja, ich will mal gucken, was ihr schon so alles könnt. Das war vielleicht ein halbes Jahr später oder so. Und hat er gesagt, ich möchte gerne mal wissen, wie schreibe ich denn ein Programm, um das Alter zu berechnen. Das ist ja heute also Pipifax, ne? Und dann hat sich keiner gemeldet und dann bin ich hingegangen, habe mich dann irgendwann gemeldet, nachdem keiner die Hand gehoben hat, hat er gesagt, ja, bitteschön. Und dann habe ich losgelegt. Also, die so, 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 so. Und er schon so, ups, aha. Und dann habe ich gesagt, ja, man könnte es aber noch so oder so oder so oder so machen. Und er, oh, okay, alles klar, weiß Bescheid. Also, dann setzen wir mal einen zu dir mit an den Rechner, da muss man sich einen Rechner noch teilen, der wenig Ahnung hat. Ja, und dann hat er uns dann halt alles Mögliche beigebracht. Das ging über mehrere Wochen, ging das, also mehrere Stunden waren das, jede Woche eine oder zwei Stunden, und es ging über mehrere Wochen. Und zum Kursende hin sollten wir dann ein Adressverwaltungsprogramm schreiben. Aber noch kurz eine kleine Zwischengeschichte, und dann komme ich ja bald zum Ende. Also ganz am, so irgendwann mittendrin, war auf einmal der Lehrer mal nicht da und war mal krank oder was weiß ich was, keine Ahnung, und hat eine Vertretung geschickt. Der Vertreter wusste jetzt natürlich nicht genau, wie ist unser Stand, kam also rein in die Klasse und hat gesagt, ja, ich will mal gucken, wie es hier bei euch so ist, und hat dann auch irgendeine Frage gestellt, ich weiß nicht mehr, ja, wie macht man das und das? Haben sich schon welche gemeldet? Und dann ja und so und ja, ist okay. Und habe ich gedacht, na, da fällt mir auch noch was zu ein, hat mich auch noch gemeldet. Und er so, ja, bitteschön. Und ich so, ja,
da könnten wir auch noch das machen. Und er so, aha. Und dann guckt er so nach unten, hat so einen Zettel in der Hand. Sind Sie der Herr Grossmann? Ja. Ja, weiß ich Bescheid, ist in Ordnung, können sich setzen. Das war der Knaller. Da hat er irgendwie der andere dem vorher gesagt, hier, wenn der sich meldet, brauchst du nicht dran nehmen, der weiß es eh. Ja, und dann ging es halt so langsam, bis dem Ende zuging, ging es halt darum, ein Adressverwaltungsprogramm zu schreiben, wo man halt Adressen eingibt und das dann sortieren kann nach Dings und Bums und tralala. Und halt zu zweit. Und der andere, es hieß halt immer, weil du kannst es ja schon, dann halt dich zurück und lass den anderen das mal machen. Und das war halt einer im Computer, der, ja, ne, hat es halt nicht drauf gehabt. Und ich habe den machen lassen, habe nur daneben gesessen, habe eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe echt nur mit dem Kopf geschüttelt. Und dann war so der vorletzte Tag, da war dann mein Partner nicht da. Und die anderen waren alle fleißig am Schreiben und ich habe dann gesagt, alles klar, wenn der schon nicht da ist, das fällt ihm eh nicht auf und habe einfach das komplette Listing über den Haufen geschmissen, habe alles neu programmiert und habe noch innerhalb von den 45 Minuten, die es da waren, so eine kleine mini-grafische Benutzeroberfläche, was halt damals das Basic hergab. Ich habe es halt schöner aussehen lassen, indem es halt alles schön gegliedert war und Dings und innerhalb von 45 Minuten hat ich das Ding fertig gehabt. Und der Lehrer kam und hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Er hat gemeint, er weiß eigentlich gar nicht, wieso ich hier bin. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist halt, das war halt Basic für Anfängerkurs. Und habe ich halt gesagt, ja, so und so sieht es aus. Ich habe noch nie was mit Computern gehabt. Dann habe ich das gehört, ich krieg den Kurs, dann haben mir meine Eltern einen gekauft. Ich habe mich hingesetzt und habe es gemacht. Damals war das halt auch wirklich noch alles einfache Programmiersprache. Wenn du da einen Kreis auf dem Bildschirm haben wolltest, dann hast du dem Ding gesagt, Grafik, wie war es, glaube ich, 0 oder so, um auf den Grafikbildschirm zu gehen. Und dann kam der nächste Befehl, kam dann Circle 1, blub, 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 Komma, Glück, 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 Komma, Glück, 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 Komma, Glück, Glück, Glück. Und dann hast du dem so gesagt, aha, an die in die Stelle soll er so und so groß soll er sein. Soll kreisrund oder elliptisch sein oder so. Und dann hast du, wenn der so eine Spirale haben wolltest, die so über den Bildschirm gewandert ist, hast du noch so eine Vor- und Ex-Schleife dazwischen gebappt. Und schon hast du einen kleinen Kreis gehabt, der sich über den Bildschirm einmal links von oben nach unten rechts oder diagonal oder sonst was hin und her gezeichnet hat. Ja, heute braucht man ja alleine schon, um irgendeine Mini-Teile auf dem Bildschirm zu haben, braucht man ja heute schon 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder sowas Zeilen oder noch mehr. Ja, und damals, es gab ein Autorennspiel, das war in so einer Zeitschrift abgedruckt, das bestand aus, glaube ich, 6 oder 7 Programmierzeilen, mehr waren das nicht. Das war im Prinzip ganz simpel. Du hast rechts eine Begrenzung gehabt durch irgendeinen Block, was weiß ich, Ö, und links auch ein Ö. Der Abstand war halt immer gleich. Die Position hat sich halt per Zufall immer um 1 erhöht oder um 1 verringert. Und in der Mitte hast du dein Auto gehabt. Und dann musstest du halt einfach nur das Auto halt in der Mitte von der Strecke halten. Und das ging halt mit der Vor-Next und der Exit und fertig war's. Also es war echt total simpel, aber lustig. Ja, mit 5 oder 6 Teilen. Sowas wird heute gar nicht mehr gehen. Ich meine, ich programmiere heute oder habe jetzt bis vor kurzem auch noch ein bisschen programmiert. Aus Spaß an der Freude. Nämlich in, Java. In Java, genau. Habe hier neben noch lauter schöne Bücher in meinem Schrank stehen. Aber es ist halt einfach heute dermaßen alles so komplex geworden. Ja. Da müsste ich wirklich, ich würde es gerne tun. Ich würde gerne wieder richtig programmieren. Problem ist nur, es fehlt die Zeit dafür. Weil arbeiten gehen, dann ist noch die Frau da und auch noch irgendwelche anderen Hobbys und Interessen. Und wenn ich dann mal Zeit habe, dann am Computer und dann will ich auch mal ein bisschen spielen. Und dann mache ich ja jetzt seit neuestem auch noch die Let's Play Videos, die ja auch noch Zeit beanspruchen. Es muss ja auch erstmal aufgenommen werden und dann noch gerendert werden. Bearbeitet wird es ja nicht, wird einfach nur eine Schrift reingesetzt, dann wird es aber noch gerendert. Dann muss es noch hochgeladen werden, dann muss noch eine Beschreibung eingesetzt werden und. Und ich sag mal, ich bin jetzt hier ein Mini-Let's Player, nicht so ein Gigant wie hier Gronkh oder Beam oder wie sie alle heißen. Ja, und selbst das ist schon eine ordentliche Portion Arbeit, sag ich mal. Aber auch Spaß und ja, da noch zu programmieren, also wenn du programmieren willst, dann brauchst du Zeit dafür. Deswegen sage ich, wenn ihr jung seid, an alle, die es vielleicht sich angucken und Jugendliche sind, lernt programmieren. Damit könnt ihr später, wenn ihr Glück habt, echt
Kohle verdienen. Wenn ihr eine gute Idee habt, guckt euch Minecraft an. Ne? Was man damit für Geld verdienen kann. Oder auch Handy-Apps oder sowas. Wenn du sowas programmieren kannst und du hast eine Idee für eine gescheite App, ja, heutzutage ist es relativ easy, nicht so wie früher. Heute ist Internet, heute verbreitet sich sowas wie ein Lauffeuer, wenn es was taucht. Ja, deswegen macht mit eurem Leben etwas Sinnvolles, lernt was, denn alles, was ihr lernt, lernt ihr nicht für euch. Oder sag ich mal, also lernt ihr nicht, ne, ist falsch. Alles, was ihr lernt, lernt ihr nicht für eure Eltern oder für irgendwelche anderen. Alles, was ihr lernt, kommt euch irgendwann mal zugute. Ja, ich sag mal, die Typen, die früher mit mir in der Schule waren und die von den anderen immer als Streber verschimpft wurden oder sonst irgendwas oder gehänselt wurden oder vielleicht auch mal eine auf die Mütze bekommen haben, das sind die, die heute im Chefsessel hocken und ordentlich Geld verdienen. Ja, und alle anderen, die früher immer gemeint haben, oh, wir sind die Coolen, wir brauchen nicht lernen, wir, boah, was ein Abschluss, was ist denn das, wer braucht da einen Schulabschluss und sowas. Ja, das sind die Leute, die heute wirklich hart arbeiten müssen, um aufs selbe Geld zu kommen. Das ist halt so. Also ich sag mal, klar, so Jobs sind natürlich auch wichtig. Du brauchst wirklich jeden Job. Also selbst, nehmen wir mal Müllmann als Beispiel. Ist ein Job, den wollte ich nicht machen. Aber so Leute brauchst du. Also, da bin ich dankbar dafür. Und es ist toll, dass die das machen. Aber du musst halt wirklich viel und hart für dein Geld arbeiten, wenn du den Job hast. Du musst echt hart dafür buckeln, damit du ordentlich was mit heimbringst. Und da finde ich natürlich auch so Leute, hätten meiner Ansicht nach auch mehr verdient. Oder auch Polizisten, Krankenschwestern und. Alles so Leute, ohne die geht's gar nicht. Oder wir denken schon zum Beispiel an so eine arme kleine Klofrau, die da vorm Klo hockt. Also ich bin jetzt einer, wenn ich irgendwo auf Toilette gehe und ich freue mich, dass es sauber ist, dann bin ich auch gerne bereit, dafür 50 Cent oder 1 Euro hinzulegen. Oder heute zum Beispiel war ich hier um die Ecke bei einem Lebensmittelladen, wo man meinen könnte, es hätte was mit einem Getränk zu tun, was sehr bekömmlich ist. Also kein Kaffee, sondern ein anderes heißes Getränk, ne? Und der ist ziemlich klasse, also könnt ihr euch denken, was es für ein Laden ist. Und da war dann so ein junges Mädel da vorne und die hat dann gefragt, oh, soll ich das gerade einpacken für sie? Und da habe ich gedacht, oh toll, Einpackservice. Und da habe ich dann auch, die hat dann so gleich so ein Spardöschen immer mit sich hinhergetragen, fand ich ganz toll, da habe ich dann auch gleich 2 Euro reingeschmissen. Ja, also ich finde, sowas ist schon, muss unterstützt werden. Und ich sag mal, mir tun die 2 Euro nicht weh. Auch wie ich jetzt bei meiner Frau war, ich komme jetzt gleich zum Ende, gleich fertig. Wie ich bei meiner Frau war, war da so ein Straßenmusiker, der hat Trompete gespielt. Nicht so, war jetzt hier nicht hier, beim Supertalent hätte er nicht gewonnen, also war jetzt nicht der tolle Spieler. Aber es war schön, er hat Weihnachtslieder gespielt, hat sich da hingestellt. Du hast doch gesehen, das ist jetzt keiner, der irgendwie so einer Battle-Mafia angehört, sondern das ist wirklich einer, der spielt da wahrscheinlich nur, um zu üben und weil er sich so noch ein kleines bisschen Taschengeld verdient, dem habe ich dann auch 2 Euro reingeschmissen. Und da sind viele Leute dran vorbei, leider, die nichts reingeschmissen haben. Wo ich mir dann denke, komm, und wenn jeder nur 20 Cent reingeschmissen hätte, so viele Leute wieder vorbeigegangen wären. Und ich sag mal, es ist wirklich ein Unterschied, ob der jetzt einer hockt mit dem Schild in der Hand. Das ist leider Gottes ja heute sehr schlimm, dass das viel Battle-Mafia ist, die dann irgendwie die Kohle abgeben müssen, oder ob das wirklich einer ist, der darauf angewiesen ist, aber bei dem, oder was heißt darauf angewiesen, der halt das für sich macht und nicht für irgendwelche anderen. Ich weiß nicht, es kann natürlich auch sein, dass der Typ, der da gespielt hat, Multimillionär war und einfach nur ein bisschen Kontostand aufbessert. Aber egal, der hat da gestanden und hat Trompete gespielt, wenn dann nicht sonderlich gut. Und wenn jeder da mal ein bisschen was reinschmeißt und wenn jeder ein bisschen netter zu den anderen ist und wenn jeder ein bisschen weniger egoistisch ist, egal wo, ob Straßenfeger oder sonst irgendwo, ach, dann hätten wir eine viel, viel bessere Welt. Ja, das war das Wort von Grossi, das war das Weihnachtswort. Ja, und in diesem Sinne, oder in diesem Fall eher das Neujahrswort, weil wenn das Video hochgeladen wird, ist ja dann mit Sicherheit schon fast kurz vor Silvester oder ist schon Silvester oder so. Und ja, dann wünsche ich euch und uns und mir und allen ein gutes, glückliches, gesundes, erfolgreiches Jahr 2014. Und bin mal gespannt, wenn ich 2014, ob ich dann am Jahresende, so wie jetzt, immer noch Let's Plays mache und
wie viele Leute sie dann vielleicht sehen. Lassen wir uns überraschen. Also, kommt mir gut ins Neue und ganz, ganz wichtig, an Silvester, niemals zwei Dinge, niemals vergessen. Niemals zwei Dinge sind an Silvester ganz wichtig. Ein gut Stäffchen, also was zum Trinken und Dinner verbrennen. Und in diesem Sinne, Aloha!